Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom kleinen Drechsler. Ja, so langsam kommt ja die Zeit, wo die Vögel zum Nestlerbauer anfangen. Und da brauchen sie natürlich ein Vogelhäusle zum ihr Nestle reinbauen, also ein Nischkasten. Naja, und so ein Nischkasten im Garten oder im Wald ist ja auch was Nettes. Kann man dann gucken, wenn es Vögel drin hat. Und dann kann man da zugucken, wie so kleine Vögelchen groß werden. Naja, so ein Ding könnte man sich kaufen, aber ein Vogelhäusle, das kann sich ja wirklich jeder selber bauen. Da braucht man nicht mal eine Art große Werkstatt dafür. So, dann braucht man natürlich ein Holz für das Vogelhäusle. Da könnte man natürlich auch verschiedene Sachen nehmen. Man könnte natürlich im Idealfall auch so Hölzer wie Eiche oder Robinie nehmen. Die sind eben extrem langlebig, also man hält so ein Vogelhäusle eben länger. Aber man kann natürlich auch einfach Fichte nehmen. Das ist billig und man bekommt es auch in jedem Baumarkt und halt auch eine Weile. Aber von was ihr die Finger lassen sollt, sind so irgendwelche Plattenmaterialien wie Multiplex, Sperrholz, OSB. Das ist nicht das Richtige. Naja, und ich nehme hier einfach so Paletten, Verpackungsholz. Das bekommen wir eigentlich fast überall für umsonst. Und das sind eigentlich, wenn man es auf ein paar Klammern und Nägel untersucht, eigentlich wirklich schöne Bretter. Und wer dann auch noch einen Hobel hat, dann kann man sie auch noch einmal hobeln. Und dann sehen die wirklich wunderbar aus. Aber bei einem Vogelhäusle, da müssen sie auch nicht gehobelt sein. Also wenn du keinen Hobel hast, nimm einfach sägerohe Bretter. Geht genauso. Ja, jetzt sind die Brettler mal fertig gehobelt. Einfach einmal kurz unter den dicken Hobel durch. Ich habe sie jetzt auf 19 mm runtergehobelt und jetzt sind sie schön glatt. Ja, und dann machen wir einen schnellen Maschinenwechsel auf Kreissäge und dann säge ich mir da einfach die Teile zu. Aber ihr braucht natürlich, bloß weil ihr so ein Vogelhäuschen bauen wollt, keine große Tischkreissäge. Das geht genauso gut mit einer Handsäge, Fuchsschwanz, Japansäge, mit einer Stichsäge und einer Handkreissäge. Also, egal was ihr habt, geht mit allem. Ich baue das Vogelhäusle aus breiten und schmalen Brettern. Einfach, weil ich die gerade hatte. Die Breiten sind 18 breit und die schmalen sind 10 cm breit. Als erstes fangen wir mal mit den Breiten an. Und die säge ich einfach, also das Vogelhäusle soll so ein einzelnes schräges Dach bekommen. Und dadurch, dass die breiten Bretter die Seitenwände vom Häusle werden soll, säge ich die jetzt einfach auf eine Gärung. Und ich nehme hier jetzt einfach mal so 20 Grad. Das müsste auch eigentlich ganz gut passen. Und los geht's. Und jetzt säge ich mir hier die Seitenteile einfach wieder gerade auf 30 cm ab. Ja, und jetzt seht ihr hier eigentlich auch schon fast mal das fertige Vogelhäusle. Ja, so soll es ungefähr aussehen. Jetzt bauen wir bloß hier hinten noch ein Brett rein. Und jetzt tun wir uns einfach hier aus den schmalen Brettern die Vorder- und die Rückwand zusägen. Und auch, dass hier oben das Dach schräg ist, brauchen die da oben auch eine Gärung. Deswegen habe ich jetzt das Blatt um 20 Grad geneigt, oder gleiche Winkel, und säge da jetzt mir einfach mal zwei so Gärungen daran. So, und jetzt seht ihr hier auch schon, dass wir hier den gleichen Winkel wie hier haben. Also beides mal 20 Grad. Hat auch, wie ihr seht, super gepasst. Also der Winkel läuft 1A weiter. Und das ist jetzt auch schon unser Vorderding. Aber da darf man jetzt nicht den Fehler machen und sich hier die Länge anzeichnen, wie das Brett so ist. Sondern die Bretter sollen daher innen reinkommen. Deswegen müssen wir es jetzt hier so ausrichten. Zack, zack, hier, dass es hier plan ist. Also die Bretter hier sind innenliegend. Und dann markieren wir uns ganz einfach hier die Länge. Ja, ihr seht, außen ist schon alles fertig. Jetzt brauchen wir bloß noch ein Dach und einen Boden. Ja, und das Dach soll ja
an beiden Seiten und vorne und hinten, also an allen vier Seiten sogar, überhängen. Deswegen nehmen wir da jetzt auch wieder ein breites Brett und dann gucken wir hier einfach mal mit der Länge, nehmen wir einfach kurz einen Meterstab, messen da und dann sägen wir uns ein so langes Stück von dem breiten Brett ab. Das Dach muss vorne auch ein Stück weit überhängen, und möglichst weit sogar, damit irgendwelche Viecher, Eichhörnler oder Katzen, wenn sie auf dem Vogelhäusle drauf hocken, nicht so leicht im Loch angeln können. Deswegen vorne immer ein bisschen Überstand und sieht natürlich auch nett aus. 28 machen wir es lang. Dach ist fertig, jetzt brauchen wir bloß noch den Boden. Und der Boden soll auch ganz innen sein, damit das Wasser an der Seite an den Brettern runterläuft und dann nicht irgendwie in den Boden reinkommt. Naja, und wir wissen ja, unsere schmalen Bretter sind 10 cm breit und unsere breiten Bretter sind 18 cm breit. Ja, also haben wir die Breite vom Boden schon mal, dann haben wir auch einfach so ein 10 cm breites Brett, da müssen wir uns gar nichts zusägen, aber die Länge ist ja dann noch spannend. Und wir wissen ja, unser breites Brett ist 18, aber da das innenliegend sein soll, muss es ja zwischen die vorne und hinten rein. Und da die beide 2 cm sind, müssen wir einfach 18 minus 2, kommen wir bei 14 raus. Deswegen wissen wir jetzt, gut, unser Brett muss 14 cm lang werden. Ja, der Zuschnitt von den ganzen Stücken ist jetzt fertig, hat alles wunderbar geklappt. Und jetzt müssen wir es bloß noch zusammenschrauben. Ach so, und vorne muss natürlich auch das Loch rein, wo der Vogel dann nachher rein schlupft. Und das bohren wir einfach noch kurz rein. Das da vorne muss ja auch kippbar sein. Also das muss man aufmachen können, zum Saubermachen oder wenn man zu den Vögeln da reingucken will. Ja, dazu bohren wir einfach hier links und rechts ein 4 mm Loch. Wir haben 4 mm Schrauben, also bohren wir da einfach links und rechts möglichst weit oben ein 4 mm Loch und dann schraubt man da einfach die Schraube ganz normal rein und dann können wir es so kippen. Und dann kommt unten einfach nur so ein Nagel zur Verriegelung. So, und das erste ist jetzt einfach mal, dass wir hier unsere Rückwand in unsere zwei Seitenwände einfach reinschrauben. Müssen unten in die Boden, also in das Bodenbrett, müssen auch noch Löcher rein, damit alles Mögliche da einfach rauslaufen kann. Was da rauslaufen, müssen wir wahrscheinlich gar nicht so genau wissen. Naja, auf alle Fälle die ganzen Informationen, die haben wir auch von der NABU Homepage, also wenn ihr Vogelhäuslebauer bent, guckt da einfach mal nach, da ist alles auch schön beschrieben. Naja, die bauen wir da jetzt einfach mal kurz rein. Das Vogelhäusle, die Klappe müssen wir auch noch irgendwie verriegeln. Und das machen wir einfach mit einem Nagel in einem Loch. Das ist ein 3 mm Nagel, den biegen wir jetzt hinten einfach um. Dann tun wir da ein 3,2 mm Loch reinbohren. Und dann kann man den dann einfach reinstecken und das ganze Ding verriegeln. Passt. Jetzt ist der Nistkasten eigentlich auch schon fast fertig. Das Einzige, was fehlt, ist noch irgendwie eine Aufhängung. Und da machen wir es uns ganz einfach. Wir nehmen einfach einen Draht. Aber das könnte man natürlich jetzt auch irgendwo direkt dran schrauben, wenn man es an seinem Haus irgendwo hat. Oder mit einer Stange. Da ist einem die ganze Welt offen. Aber wir machen einfach hier oben zwei Löcher rein und einfach einen Draht. Und jetzt muss auf das Vogelhäusle natürlich auch noch der kleine Drechsler Brandstempel drauf. Dass auch alle sehen, dass das Vogelhäusle vom kleinen Drechsler ist. Hi.
sind jetzt das Vogelhäusle mal schön in unserem Garten und wir haben es auch von der Ausrichtung her so, dass wir es von unserem Esstisch aus beobachten können, was da so in das Löchle da einzieht. Und dann sind wir mal gespannt, ob da irgendjemand drin nischen will. Naja, also ich halte euch auf dem Laufenden, ob da irgendjemand reingeht. Und wenn ja, dann werdet ihr bestimmt mal das eine oder andere Videomaterial davon sehen. So, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. So sieht das Vogelhäusle aus. Ich finde es eigentlich ganz nett geworden. Und so eins kann man wirklich mit jeder Ausrüstung bauen. Ich habe es halt jetzt mit meinen Maschinen gebaut, mit denen, wo ich zur Verfügung habe. Wenn du keine Formatkreissäge und keinen Hobel hast, dann macht es auch gar nichts. Weil die paar schrägen Schnitte gehen von Hand ganz genau gleich gut. Natürlich, dann sieht es vielleicht danach nicht ganz so schön aus, aber dafür ist dann handgemacht. Also, da kann mir keiner erzählen, dass er nicht die nötige Ausrüstung hat, um so ein Vogelhäusle bauen. Da braucht man nicht mal einen Akkuschrauber. Die Schrauben kann man auf den Hand mit dem Schraubenzieher reindrehen. Und dann hat man schon das Vogelhäusle. So Bretter, wenn man kein Palettenholz verwenden will, kann man sie sich auch einfach im Baumarkt kaufen. Und dann halt einfach die Maße, wo es da halt eben gibt. Weil das könnte ja auch einfach ein bisschen breiter sein oder ein bisschen kürzer. Das ist ja eigentlich alles egal. Oben das Dach ist einfach auf bloßem Brett, also kein Dachpappe und so drauf. Das soll man auch gar nicht, weil dann trocknet es nicht mehr so schön ab. Also einfach so Holz, das reicht. Irgendeine Oberflächenbehandlung soll man auch nicht unbedingt drauf machen. Naja, und dann sind wir mal gespannt, was da so rein nischtet und ob sich da drin auch wohlfühlt. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!